Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und heute schauen wir uns mal eine Zuschauerempfehlung an. Ja, und damit hallo Tomate. Hallo Arti, genau, wir schauen, das hat uns der Light Yagami 1210 empfohlen. Wir schauen die Serie, wie heißt sie nochmal? Clashing Differences. Ja, wir haben uns jetzt gar nicht so informiert, worum es geht. Wir haben halt so ein paar Bilder gesehen hier und den Einleitungstext gelesen. Und das klang irgendwie saftig. Und ich würde einfach sagen, wir vertrauen mal auf den Zuschauer und lassen uns überraschen, oder? Ja, ich bin immer wieder erstaunt, dass die Leute sowas finden, obwohl wir ja selber so ein bisschen in unserer Freizeit über diese schönen Mediathekseiten so, ja, durchhuschen, um so was versuchen zu finden. Aber weder du noch ich sind darüber mal gestolpert, ne? Ja, komisch. Aber das zeigt auch mal Ähnlich. wieder, wie, naja, wie absurd groß einfach unser Rundfunk ist. Du kannst das gar nicht als Einzelperson alles scannen, was es so gibt. Weil Ja. es gibt so viele Sender und so viele Serien. Also, das ist unfassbar, für was wir unser Geld da beraten. Was da alles rauskommt. Also wenn ich an die ARD Alpha Goldgrube denke, die wir immer Ja, noch nicht völlig die ist leergeräumt ja schier unerschöpflich zum Beispiel. Und dann haben wir jetzt noch so eine schöne neue Serie, die richtig schön Vogue zu sein scheint. Zu haben. sein scheint. Mal sehen, wie es läuft. Wir lassen uns überraschen. Also ich würde sagen, wir können Feuer gerne frei. reingucken. Jo. Hallo Martha, wie geht's Hi, dir? Lise. Ganz gut. Ja, Dir? bearbeitet aber. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Oh, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich komme nämlich gleich zum Punkt. Unser geplantes Panel zur Internationalen Frauenkonferenz, das muss unbedingt diverser werden. Ja, unbedingt. Ja, die Konferenzleitung hat sich bei mir gemeldet. Unser Panel ist zu weiß, sagen sie. Okay. Also Ja, ja. ich ja, ihr seid alle weiß. Ich frage mich, ob das jetzt so da in die Richtung geht, dass die das irgendwie kritisieren wollen, dieses Diversity-Thema, oder ob die jetzt voll in die Richtung gehen. Okay, mal sehen. Bis jetzt wirkt es schon sehr woke, wenn sowas angesprochen wird. Sollen wir denn noch machen? Unser neuer Vereinsname hat auch nicht dazu geführt, dass wir diversere Mitglieder bekommen haben. Mit einem divers besetzten Panel könnten wir zeigen, dass wir es ernst meinen. Die hat da eine Vagina als Bild, ne? Oh Gott, ja, Du und die andere Tante Scheiße. hat so diesen Regenbogen mit der Aufschrift Diversity im Hintergrund. Ja, ich glaube fast eher, Das das ist ist eine fast eine Satire. Verarsche, ja, Ja, oder? ich glaube fast auch schon eher. Ja. Mal sehen. Das sind die Zeiten, du Dann reicht kannst es es. nicht auseinanderhalten. Das ist das Verrückte, das ist das Verrückte. Ich meine, das könnte auch irgendwas aus der Tagesschau sein. Irgendein Experte, der sich hier hinsetzt vor die Kamera und im Hintergrund sind solche Dinger. Und der erzählt uns, was jetzt von der Amadeo-Antonio-Stiftung beauftragt über Diversity. Ist echt so. Ich kann unseren Gästen jetzt nicht wieder absagen. Das sind alles Frauen von uns. Doch, wir müssen neu besetzen, sonst sind wir raus. Aber das Panel-Thema 50-50-Quote bleibt. Nein, das ist jetzt ein Diversity-Panel. Und worum geht's? Na, Diversität. Die toten Augen. Finde ich gut. Wie gehen wir mit den Trends? Das klingt bis jetzt alles kritisch. Vielleicht könnten wir ja vorher so ein paar Video-Interviews mit denen aufnehmen und die dann später auf unserer Homepage veröffentlichen. Ich meine, prima Idee. Du, und diese Videos, die kann man dann gleich für die Diversity-Kampagne nutzen, ha? Lass uns doch die Videos in unserem Vereinshaus in Brandenburg aufnehmen. Ich meine, da kann man super schöne Bilder machen. Es ist ruhig und es kostet uns nichts. Es ist wieder sehr schön deutsch, dass das ein e.V. ist, ne? Ja, klar, muss ja alles seine Ordnung Ja, haben. die Ah, das Haus Vereinsmeierei. hier, Ja. also die Szenerie übrigens, gefällt mir. Schönes Haus, schöne Figuren. Was ist denn das weibliche Pendant zu Burschenschaften eigentlich? Wir sollten auf jeden Fall eine Schwesternschaft natürlich. Aber gibt es so in Deutschland natürlich nicht. So, gehen wir mal zurück. Ja. Wir sollten auf jeden Fall eine schwarze Frau einladen. Vielleicht sogar zwei. Und queere Personen. Frauen mit Behinderung. Ja. Queere Personen sind halt auch immer diesen Globo-Homo-Stil, ne? Ist echt erstaunlich. Immer dieser Mischmensch. Finde ich echt gut. So muss Ja, das. okay. Bis jetzt wirkt es halt, wie gesagt, eher wie eine Satire auf die aktuellen Zustände. Also ich Ja. bin bisher positiv gestimmt. Ah, und Frauen of Color oder asiatische Frauen. Wir sollten Paula fragen. Sie ist doch super viel unterwegs in diesen ganzen Communities. Dann könnten wir sie ja damit beauftragen, die Gästinnen zu betreuen. Seht ihr? Schön House of gendern. Women X bleibt wandlungsfähig. Wir gehen mit dem Trend. Ja, willkommen in unserem Vereinsgarten. Die nächsten Nachbarn sind wie weit entfernt? Wir sind hier komplett ungestört. Ungestört oder ausgeliefert? Ha,
Kann ich euch was anbieten? Ich hol mal Gurkenwasser. Champagner? Das wäre doch angemessen. Ja, super. Fuck. Keine Security. Gurkenwasser. White people. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, wollen wir das so unkommentiert stehen lassen? Eigentlich nicht. Ich meine, ach, ich weiß doch auch nicht. Gut, am Ende ist es nur eine Farce. Man muss sich halt ein bisschen überlegen, jetzt so dieses Ding White People. Hätte die das so sagen können im Rundfunk? So, hätte die sagen können, Türken oder schwarze Afrikaner? Ja, hätte man es spiegeln können so? Ja, also, die schwarze Gastgeberin sagt, ja, ich hole euch erstmal eine Wassermelone. Wassermelone. Ja, eben. Ich weiß nicht. Also vor 20 Jahren bei Stromberg oder so, da kamen ja ständig irgendwelche Türkenwitze. Da konnte man sowas schon bringen. Ja, mittlerweile, gerade jetzt hier im Öffentlich-Rechtlichen, hat sich der Zeitgeist schon gedreht. Also, Na, wir schauen mal weiter. Na, ich gucke, also, ja, ich messe immer, ob es eine Satire ist daran, ob das jetzt auch in die andere Richtung geschossen wird oder ob es halt immer nur Whiteys erwischt. Ja, das stimmt. Bisher ist es eher... Wir haben bis jetzt sehr wenig gesehen, aber es schießt da offensichtlich auch schon in Richtung dieser ganzen Gleichstellungs-Diversitäts-Thematik, habe ich zumindest den Eindruck. Aber wir müssen unbedingt weiterschauen, ehe wir hier einen Tag vom Abend nehmen. Hi! Komm rein, du bist zu spät. Ich war noch beim Bäcker. Kannst du dich nicht einmal entschuldigen? Das Aufwärmen dauert nicht lang. Die nächste Checkbox. Ja, kriegt ihr heute die Stiftung? Hier ist doch keiner. Ja, trotzdem. Und noch Gemischtrasse, ich wunderbar. Trotzdem. Okay. Interviewfragen, sorry. Aber das kann ich auf diese Art und Weise auf gar keinen Fall stellen. Das müssen wir unbedingt überarbeiten. Oh, verdammt, das ist Jenna. Die kommt jetzt. Jenna? Die Jenna? Ich habe aber. Ich habe keine Fragen mit Jenna. Fuck, Flora bringt mich um. Was ist Kerstin Jenna? Hallo. Ach, fuck, ey. Kannst du Svana hier benutzen, wenn du die Interviews machst? Und noch ein paar Behind the Scenes? Machst du das auch noch? Ja, bitte mach einfach. Wo soll ich hin? In den Technikraum! Jenna, dir auch noch? Spontan. Du kannst ja alles, bist ja so gut. Ich liebe das. Es ist einfach ein Prozess und wir brauchen alle Zeit dafür. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann damit, was es bedeutet, aktiv zu handeln. Toll, danke. Ja? Gut, ich freue mich. Na gut, vielen Dank. Also, Flora, du hast mir echt die Augen geöffnet. Ja. Wirklich, so viel gelernt heute. Das war jetzt, wenn ich raten müsste, so ein Gender Diversity Seminar für irgendwelche Scheißfirmen. Ja, genau. Was sie leitet. Privilegien bewusst zu werden, richtig, dies, das. Richtig, sie klärt über Rassismus auf. Wir erinnern da an der Stelle zum Beispiel diese ganzen Critical Whiteness Kurse, die es in den USA wirklich gibt. Ich meine, es war zum Beispiel bei Coca-Cola, wo die tatsächlich die weißen Mitarbeiter sich sowas geben mussten. Die haben halt dann Critical Race Theory, CRT nennt sich das, Programme. Mhm. Und da lernen die Weißen, ihr seid Rassisten so letztlich. Also die müssen dann zugeben, ja, ich handle rassistisch, ich habe koloniales Erbe hier, das Land, auf dem ich mich bewege, ich erkenne an, das wurde gestohlen von den Eingeborenen und ich habe, oder meine Großeltern haben Schwarze versklavt, all sowas. Ja, es ist Realität, leider. Vor allem, du musst da mitmachen. Es ist ja nicht so fakultativ, so sagst du dann ganz so, ach nö, keine Lust. Nee. Ja, das ist wirklich russig, das ist schon irgendwo totalitär. Ja. Okay, weiter. Oh, pardon. Und so wichtig, so gut. Oh Gott. Dann weiß ich gar nicht mehr, was meine überhaupt noch sagen darf. Hi. Was? Bist du nicht Paulas? Paul hat mich gefragt, ob ich die Interviews mache. Ah, okay, ja, du machst Filme, das macht ja Sinn. Ja. Ich bin übrigens Flora. Weiß ich. Meine Pronomen sind she, her, also sie, ihr. Nur damit, genau, du. Ich mache mir nicht so viel als Pronomen. Stimmt, das hat mir Paul auch mal gesagt. Sorry. Alles gut. Hauptsache, ich werde respektvoll angesprochen. Eure Hoheit. Das heißt, ich kann dann jedes Pronomen für dich benutzen? Je nachdem, welche Pronomen die Leute für mich verwenden, sagt das ja mehr über sie aus als über mich. Oh. Stimmt. Oha. Paul hat mir von deinem Podcast... Diese Frau regt mich schon so auf. Also das ist ja nochmal drei Level der Arroganz über dem ganzen... Gender-Ding. Also dieses Pronomen-Ding, das zeigt ja eh immer irgendwie an, ja, ich nehme mich sehr wichtig, weißt du? Ich will darüber bestimmen, wie andere über mich zu reden haben. Und jetzt
Oh, das ist nochmal Meta. Jetzt macht sie es nochmal passiv-aggressiver, das finde ich echt. Ja, gut. Genau. Ja, ich stehe über den Dingen. Also der einfache Pöbel, da zeigt er damit, wie er mich anspricht, mit den Pronomen. Also, ja, sind wir ehrlich, die 99% der Leute würden die als Frau ansprechen. Also, was? Als sie ihr, oh mein Gott. Also ganz ehrlich, mindblowing. Du machst auch Online-Therapie? Hm. Nee, also doch. Aber das war jetzt einfach ein Critical Whiteness. Nach Möglichkeit. Kein Wunder, dass Paula so von dir schwärmt. Ja? Ich habe mich schon gefragt, wann wir beide uns endlich kennenlernen. Das ist doch irgendwie komisch. Oh, warte, jetzt kommt so ein Stutenbissigkeitsblock. Weißt du? Ah, schön wär's. Die sieht die andere jetzt als Konkurrenz. Weil Paula ja so schwärmt. Pass auf. Das wäre jetzt eine interessante Richtung, weil es geht ja hier um das House of Women. Das wäre direkt so ein bisschen, wie soll ich sagen, kritisch gegenüber dem eigenen Geschlecht, so weißt du? Das Ding ist, ich weiß nicht, ob den Zuschauern, die kennen vielleicht solche Situationen, zum Beispiel, ich musste mal Zivildienst machen im Krankenhaus und es gab eine Station, da haben nur Schwestern gearbeitet, keine Pfleger, also nur Frauen. Und die haben sich so angezickt und übereinander gelästert. Das war eine Katastrophe, die Station. Und die Station, wo noch ein paar Männer da waren, das war dann viel ruhiger. Also, mir ist das sehr in Erfahrung geblieben. Kann ich aus der eigenen Arbeit unterschreiben. Also, ja. Es ist auch immer so, sobald die eine Frau aus dem Zimmer raus ist, geht's halt los. Oh, ja, und das ist ganz schlimm. Sie selber aus dem Zimmer raus und geht's halt über die los. Das ist, Wäre witzig, wenn das hier aufgegriffen wird. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Dass ich die beste Freundin von Paula nicht kenne, oder? Besser spät als nie, oder? Aber ich finde es sehr beeindruckend, dass ihr trotzdem zusammenarbeitet. Das ist sehr gesund. Paula und ich sind wieder zusammen, das weißt du, oder? Eigentlich waren wir ja nie wirklich getrennt. Cool. Ja, also ich würde mich jetzt noch mal ein bisschen zurückziehen, ein bisschen ausruhen. Ja, mach das. Achso, kann ich mal in die Interviewfragen reingucken? Ah, shit. Die muss ich noch ausdrücken. Okay. Gut, aber ich kann dir vertrauen. Ja, auf jeden Fall. Das wird cool. Ich freue mich. Okay. Ich auch, ja. Übrigens. Tschüss. Schön, dass du da bist. Ja, du auch. Ciao. Nicht voll passiv-aggressiv, die Frau, oder? Also beide. Die schiebt voll den Hass auf die. Ja, die Ante hatte ich nicht ganz so das Gefühl. Die dünnere. Hatte ich nicht ganz so das Gefühl. Okay. Aber gut, okay. Ja. Cool, House of Women. Du hast auch Kinder? Ja, warte. Das ist meine Adriana. Die wird mal ein Superstar, ganz groß, wie ihre Mauer. Ich glaube es nicht. Eine schwarze Kamerafrau. Okay, halb schwarz, aber trotzdem. Der Tag ist gerettet. Hi, ich bin Sus. Ich bin verantwortlich für die Interviews. Hi, Simon. Hi. Ich wollte mich nur kurz vorstellen und fragen, ob ich schon mal ein paar Videos für mich drehen darf. Vereinbart waren nur Interviews. Ich habe sogar ein Outfit mitgebracht für das Interview. Oh, okay. Ist das die neue Kollektion? Na klar, ich trage nur meine eigenen Sachen. Ich meine, wer möchte sich denn in diese Klamotten für diese weißen Flachärsche zwängen? Hm? Okay. Sorry, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit hier. Warum? Dein scheiß Rassismus kannst du hier stecken lassen. Das ist ja unfassbar. Ja. Meine Fresse. Also, jetzt hat es definitiv das Satireland verlassen. Sorry. Vorher war findest das so, du, ja. Noch so hin und her. Ah, jetzt, nee. Das wird nur so ein weißen Bashing werden. Wahrscheinlich. Also, ich würde denen das eine nochmal durchgehen lassen, aber prinzipiell bin ich auch eher deine Richtung tendierend. Aber, wie gesagt, wir hatten es schon zu oft, fand ich, dass wir dann auf was abgemettelt haben, wo es sich noch ein bisschen anders entwickelt hat. Verfolge mich später oder so. Ja, vielleicht wird das nochmal aufgegriffen, mal sehen. Aber ja, prinzipiell gebe ich dir recht. Also, ist reden okay? Absolut. Adrianas Papa ist aber weiß. Wieso? Ja, weil Adriana ist doch auch... Adriana ist schwarz, wie ihre Mama. Ach so. Erzähl dir mal was. Ich bin eine schwarze Frau, okay? Ich bin einmal schwach geworden bei diesem weißen Mann, aber er war auch ziemlich charmant. Aber das Ergebnis ist unsere wunderbare Adriana. Und ich melde sie ganz vorschriftsgemäß in einem Kindergarten für schwarze Kinder an. So, Strike 2 und 3. Wie bitte? Also jetzt rast... Ja, oh Gott.
Also, es ist natürlich krass, was diese Frau sagt. Vor allem vorschriftsmäßig melde ich sie bei einem schwarzen Kindergarten an, als wäre das irgendwie, als hätten wir hier Rassentrennung, weißt du, in Deutschland so. Ja, ja. Die Vorschrift besagt, wir haben einen schwarzen Kindergarten. Und sie ist halt einmal schwach geworden und hat halt ein bisschen Rassenschande auf sich geladen, also den Weißen da und so, ne? Ja. Ja, gut, da muss ich mich jetzt zurückhalten. Ich hab's jetzt nur zitiert, ne? Das ist ja, echt absurd. Ja, genau. Ich lasse es jetzt unkommentiert, wie meine Meinung. Deswegen. Quatsch. So, ich weiß nicht. Also klar ist das krass, aber vielleicht will die Serie uns noch was damit sagen. Du meinst, es ist jetzt so over the top, um zu verdeutlichen, das dass nicht es noch ernst meinen. Satire ist. Eben, also das können die doch nicht ernst meinen, sowas. Die Figur, die soll vielleicht so eine Art, so eine Art Tarek Tesfu sein, weißt du? So eine letztlich ohne schwarze Rassistin, der das Thema Rasse so auch krass wichtig ist. Also, dass man das Pferd von hinten aufzäumt, dass man das so dadurch ein bisschen durch den Kakao zieht, diese ganze Woke-Bewegung, dass man sagt, ja hier, ihr seid doch eigentlich auch Rassisten. Vielleicht kommt das noch raus. Ach so, also Woke von links kritisieren. Aha. Ja, eben. Vielleicht ist das, ja, genau. Ich denke, genau so ein Ding könnte das werden. Deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Also auslinken mit Tarisha Tesfu hier, sehr gut. Ja, genau. Weißt du, was passiert? Die sagen genau das, was du jetzt sagst. Sie sei zu weiß. Also ich hab doch nicht gesagt, dass die anderen schwarzen Kinder könnten sich unwohl fühlen. Und was mit meiner Adriana? Wo soll die hin? In den Kindergarten zu den weißen Teufeln oder was? Ich kann mir das gerne mal ansehen, wenn du willst. Also ein Ausschuss aus dem Kindergarten. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass du dagegen klagen könntest. Es wäre wahrscheinlich ein Präzedenzfall, aber es könnte interessant sein. Sorry, ich war jetzt wahrscheinlich schon wieder zu unaufmerksam, weil ich abgelenkt wurde von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Warum wurde das Kind ausgewiesen aus dem Kindergarten? Nee, es wurde noch nicht, aber es besteht ja die Gefahr, dass das, also bei dem schwarzen Kindergarten, dass es zu weiß ist. Was? Okay. So hat sie das gesagt. Ja, das muss und dann müsste es zu den weißen Teufeln in den weißen Kindergarten. Alles klar. Okay. Ja, das muss doch Satire sein, ich meine. Simon, das wäre so toll. Mach dir auch einen Sonderpreis. Schotterpreis. Schätzchen. Ich mache Umsätze von den Kaniette Jod und Träumen. Nee, gerade nicht. Sus macht Interviews, ja? Ja, es war jetzt alles so kurzfristig und dann habe ich halt Sus gefragt, weil ich kann nicht mit Sus Schluss machen, wenn Sus den Job hat. Was hat Sus von uns erzählt? Was? Nee. Ich weiß auch nicht, was Sus in unserer Pause gemacht hat. Mann, Paul, ich will da nicht mit reingezogen werden. Warte mal kurz, das ist wichtig, ich muss nochmal zurück. Nennt die Paul jetzt oder Paula oder Paule oder so? Warte mal, das ist mir wichtig, Moment. Mann, Paul, ich will nicht mit reingezogen werden. Mann, Paul, ich will nicht reingezogen werden, habe ich gerade verstanden. Ja, ich auch. Also nicht Paule oder so, sondern Paul. Ist die trans noch oder so? Oh Gott. Werden. Luis bestimmt. Ich glaube, ich bin Poli. Das ist Kay. Oh. Mhm. Sie sieht ihr wirklich ähnlich. Bay sieht mir ähnlich. Hey, ich dachte Kay. Ja, habe ich doch gesagt. Also was denn jetzt? Bay, Sie, also Bay. Bay heißt Kay. K-A-E. Das Pronomen ist Bay. Okay, es geht wieder ein bisschen auf die Sarkasmus- ja, oder natürlich, Seite. Natürlich. Ich nehme hier voll die Ironie-Vibes wahr. Das Ding ist, wir müssen halt die Serie wahrscheinlich ganz schauen, dass das Ding ist immer, bei solchen Dingern, bisher war es ja so, wir hatten uns zum Beispiel mal den Trailer angeschaut zu dieser zu Polizeiruf 110 und da gab es mal so eine Folge, da haben die ziemlich abgemädelt so auf da ging es um einen Lehrstuhl um Kolonialismus und genau, dieses Institut da, ja. Genau, und da haben die das so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Das Ding ist halt, die Frage ist am Ende, wie ernst kann man das nehmen? Ist das, also das Ding ist ja, ZDF und so, die sind ja auch nur öffentlicher Auftrag. Und die merken ja, dass in Deutschland sich der Wind dreht, von der Meinung her. Dass die jetzt sagen, naja, die Rechte wird immer stärker, wir müssen
denen jetzt auch mal so ein paar Punkte geben. Also, dass wir denen ein bisschen entgegenkommen. Und bei der Polizeirufserie war es aber so, ich meine, es hat das Ganze irgendwie ein bisschen so doppelirre gemacht, dass dann gleichzeitig dieser neue Kommissar Iku Aku eingeführt wurde. Also, so hieß er, ja. Wo ja völlig klar ist, warum der besetzt wurde und was das für ein Zeichen sein soll und pipapo. Also, Frage ist, wie ernst kann man das nehmen, wenn ihr jetzt hier so auf die Linken abmittelt? Also, und ihr geht ja auch nur auf den ganz äußersten linken Rand. Also, ich hab so das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses Brot- und Spiele-Ding, weißt du? Du gibst halt mal dem Volk ein bisschen das Brot, ein bisschen die Spiele, dass man sagt, ja, gegen die Linken sind sie ja auch so ein bisschen. Aber wie ernst ist das zu nehmen, diese Kritik? Also die sind gegen die ganz äußerst linken Ränder, aber schaut euch die Tagesschau an. Zum Beispiel dieses ganze Gender-Ding, was die hier durch den Kakao vermeintlich ziehen. Es wird in der Tagesschau gegendert. Ich meine, wie absurd ist das denn? Da können die doch... Also ich kann das deswegen nicht so ganz ernst nehmen. Das ist einfach das Problem. Also zwei Sachen. Das waren jetzt ziemlich viele Dinger. Oh ja, Entschuldigung. Aber das Wichtigere ist, denke ich, dass sie merken, dass sie den Kampf verlieren an dieser Gender-Front. Ja, mit ihrer Ideologie. Das meine ich auch. Und da so zwei Schritte zurückgehen, aber halt trotzdem immer noch einen vor. Also wir kriegen jetzt hier eine Satire vorgesetzt, die das Ganze noch auf 180 dreht. Aber was dann hängen bleibt, ist, weil wir in Deutschland sind, dass man sich in der Mitte trifft und trotzdem dann den Status quo, wie er jetzt schon absurderweise richtig ist, trotzdem nochmal progressiver verlässt. Das Problem, genau, und das Problem ist nämlich an der Stelle, dass diese vermeintliche Mitte schon so weit nach links gerutscht ist, also, dass es keine Mitte mehr ist. Ich meine, vermeintliche Mitte wäre jetzt heutzutage CDU und die sind de facto eine linke Partei, ich muss es so sagen. Also, was die so fordern, Migration hier, Migration da. Und ja, hier machen wir jetzt in Berlin noch, was war das, Genderberater auf in den einzelnen Bezirken. Ja das ist wenn nicht es, wenn es die Mitte jemals gegeben hat. Ich glaube, die Mitte ist halt nur so eine Schönwettererscheinung. Und sobald es dann ernster wird, brechen die Lagerkämpfe immer wieder auf. Ja. Naja, ja, doch. Ja. Okay, wir schauen mal weiter, oder? Ja. Ich erziehe mein Kind geschlechtsneutral. Das finde ich sehr cool. Danke. Was? Meinst du nicht, dass unsere Kinder schon genug durchmachen? Ach, come on. Man muss sie noch, ich meine, Bay. Den Leuten noch erklären, warum Bay so genannt werden will. Lass das Kind doch einfach mal Kind sein. Ich muss den Akku kurz. Aber darum geht es doch, oder? Dem Kind die größtmöglichste Freiheit zu geben. Geht mich auch gar nichts an. Eben. Zeig doch mal. Nee, ist schon gut. Na gut. Also wenn wir das jetzt mal ernst nehmen, dann zeigt es halt genau das, diese Fragilität dieser verschiedenen Strömungen in der, in Anführungsstrichen, linken Bubble da. Auch generell, ja, das zeigt hier tatsächlich sehr gut. Ich denke, denen fliegt das wirklich um die Ohren. Also ich muss auch ehrlich, ich kann es mir irgendwie aktuell nicht vorstellen, dass das gleich dieses, wie war's, das auf, ach Gott, dieses neue Gesetz hier, Selbstbestimmungsgesetz, dass es durchkommt, weil das führt doch genau zu solchen Dingern hier, dass man sich über die einfachsten Sachen dann streiten muss. Ist dein Kind jetzt Mann oder Frau? Oder also wie soll ich das noch nennen? Das geht doch so tief ins Zusammenleben ein. Das muss doch den Leuten, also den Regierungsparteien selber klar sein. Ich denke, das wird nicht kommen. Aber gut, ich denke ja auch, dass die Koalition tatsächlich nicht mehr so ganz lange überleben wird. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also, warte mal, jetzt die Sage geht rum. 7. 8. Dezember wird es gekittet. Genau, dass wenn die 2 Jahre rum haben, um damit ihre Rentenansprüche oder Altersgeld heißt das, glaube ich, durch sind, dass es dann aus Versehen zum Bruch kommt. Würde ich auch aktuell denken, richtig, ja. Ich aber, also ganz ehrlich, ich finde das so richtig schwach, weil diese Leute sitzen alle schon seit Jahren im Bundestag. Das heißt, du hast eh schon Anspruch auf dieses normale Ruhegeld, was du nach, ich glaube, 1 oder 2 Legislaturperioden hast. Ich glaube, es ist sogar bloß eine. Also das ist jetzt so wirklich, wir wollen noch ein bisschen mehr abgreifen. Wir haben schon genug. Ach, richtig, die haben doch nur die Kohle in den Augen. Die wollen ganz groß abkassieren, ja. Ja, aber, genau, die warten jetzt noch ab. Bis 7. 8. Dezember ist das, glaube ich. Und dann könnte es wahrscheinlich wirklich spannend werden. Also jetzt mit diesem... Gut, wir wollen jetzt nicht Richtung Tagespolitik gehen. Entschuldigung dafür. Aber abseits davon, dieses Teile und Herrsche, was du meintest mit dem Gleichstellungsgesetz, was dann zwangsläufig immer kommt,
ist ja schon immer sehr gut gewesen, ne? Und da denke ich jedes Mal, wenn ich Diversität denke, dran. Also je mehr du die Leute aufteilst, umso besser kannst du sie beherrschen. Ja, ja, logisch. Also nichts mit Chancengleichheit. Ja, ja, aber das ist doch zu absurd, einfach dieses Day-Dem-Ding. Also, das wird doch jedem Normie klar. Das kann nicht gut gehen. Ja, aber der Normie macht ja nichts dagegen. Weißt du? Ja. Das tut ihm ja nicht wirklich weh. Also einschneidend weh. Vielleicht bin ich da ein bisschen. Ach, ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich da zu gut, glaube ich. Wahrscheinlich mache ich hier gerade den Holger so. Ah, nee, so ganz schlimm kann es nicht werden. Und dann wird es doch immer schlimmer. Aber also da muss doch irgendwo so eine Grenze sein. Wenn man dann 10.000 Euro zahlen muss, weil man aus Versehen jemanden Mann oder Frau nennt, weil es ist die Wahrheit. Also das ist ja dann schon wirklich. Okay, ja, das wäre so eine Grenze, wo ich denke, also das, ohne Mist, das kann ja dann schon Existenzen zerstören, sowas. Eben, und das ist dann schon. Aber so, das muss dann halt auch ein paar Mal passieren. Das darf nicht so ein Wölkchen am Horizont sein, sondern das muss öfters mal passieren, wo die Leute denken, ach du Scheiße, das kann mich ja wirklich erwischen. Was ist denn das für ein Mist? Der Trick ist ja immer die Salami-Taktik. Also, dass man gerade so weit fährt, dass die Leute es nicht mitkriegen. Ja. Ja. Okay. Wartest du auf mich? Shit. Hi. Hättest du dir gewünscht, dass ich mit Zuschluss mache? Hä? Darum geht's doch gar nicht. Du hast doch gesagt, du willst unsere Freundschaft schützen. Also dachte ich, das. Oh Gott, ich hätte nicht kommen sollen. Ich gehe, bitte. Bleib da ab. Ich brauch dich. Können wir das Interview nicht später machen? Paula wollte noch eine Begrüßungsrede halten. Ist Paula deine Chefin oder was? Also, wir sind halt zusammen. Keine Ahnung. Ja. Lass es uns doch einfach hinter uns bringen. Und das soll mit dem Manifest werden. Wie jetzt? Ja, das ist noch gar nicht fertig. Ja, genau, deswegen kaufen wir dich ja. Okay. Was sagst du mir jetzt? Das? Kamera läuft. Ich fange mal mit den Fragen an, okay? Ja? Also, Jenna, du bist Performerin. Oh mein Gott, es ist doch eigentlich immer der gleiche Scheiß. Okay. Ja, das ist doch das reinste Token-Bingo hier. Token, kannst du das Wort vielleicht nochmal erklären? Ich weiß nicht, ob alle unsere ZuschauerInnen wissen, was damit gemeint ist. Schlag's doch einfach nach, ihr faulen Säcke. Ich hab keinen Bock, jedes Mal hier anzutanzen, wenn eure Diversity-Hütte brennt. Und danach werde ich einfach wieder geghostet. Okay, du und... Ich weiß nicht. Denkst du, einige von den Protagonisten in solchen Auf-Klo-Videos und so reden so? Also, dass die so hinter der Kamera so ein bisschen angepisst sind? Ich denke nicht, dass sie so reden, tatsächlich. Nee, denke ich auch glaube, nicht. Ich glaube, sie denken das für sich einfach, weil sie Schiss haben, dass irgendwo was läuft, aufnahmetechnisch. Aber ja, also... Aber gut, solange wie der Gehaltscheck stimmt, scheiß ja, drauf. Ja, denke ich auch. Also, weil ich weiß nicht, ob ich die Figur jetzt so, wie sie jetzt hier dargestellt ist, so ernst nehmen kann. Also so dieses, ich weiß nicht. Mir scheinen die eigentlich alle ziemlich überzeugt zu sein, diese ganzen Funktypen zum Beispiel, jetzt auf Klo oder so. Weil die haben ja auch private Instagram-Accounts, die posten ja nur sowas. Also das sind ja nur so kritische Gedanken von wegen, ja, ich bin jetzt hier ein Token oder ich... Wir machen immer die gleiche Scheiße irgendwie. Ja, das halte ich wieder so ein Punkt von den Autoren, von wegen, ja komm, wir zeigen mal den Normie, es ist alles der ganze. Es gibt auch kritische Stimmen innerhalb der Bewegung. Es gibt auch kritische Stimmen, genau. Ja, das ist doch nicht alles so abgefuckt. Du und Flora, ihr habt ja mal gemeinsam diesen Verein gegründet. Connected Differences. Flora. Ja, die neue Möchtegern-Autorin. Die ist doch die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelchen weißen Leuten in den Arsch zu kriechen, anstatt wirklich mal radikale Forderungen zu stellen. Weißt du, das ist eine von diesen Pseudo-Feministinnen, die dann einfach sich in Schafspelz überwirft und dann so tut, als ob sie für unsere Rechte kämpft. Du glaubst also nicht an feministische Bedürfnisse? Ich glaube an die komplette Zerstörung des Patriarchats. Das war doch mal ein schöner Schlussfilm. ja, okay. Bis jetzt ist es halt tatsächlich eher noch in unsere Richtung tendierend, ne? Dieses Ding, die Serie. Also was ich an der Serie mag tatsächlich, ist, dass es so ein Kammerspiel ist. Das ist so ein kleiner Faible von mir. Also die sind da irgendwo im Nirgendwo mit, ich weiß nicht, 5, 6, vielleicht 7 Leuten. Genau. Das ist eigentlich ganz schön, da wird es nicht zu komplex.
Also ja, genau, ja. Von der Machart, vom Drehbuch finde ich es auch bis jetzt gut. Also zum Beispiel, auch so ein Kammerspiel war ja, was wir gesehen haben, Straight Family vom Funk. Und das war ja eine Katastrophe. Also das muss man, ja, das muss man leider wirklich sagen. Also vom ganzen Drehbuch und der Handlung, das war eine Katastrophe. Hier habe ich schon in der ersten Folge eher das Gefühl, dass es hier ein bisschen Feuer gibt. Ja, auch der verglichen jetzt mit dem, was du gerade meintest, schon der Rhythmus ist viel besser. Eben, genau. Das ist immer wichtig, der Rhythmus. Ja. Gut, ich würde sagen, wir werten die Folge jetzt einfach mal als Eröffner, wo die Figuren eingeführt werden und dann geht's jetzt ans Matt, denke ich mal, demnächst. Ja, hoffen wir mal. Genau, und dann machen wir vielleicht jetzt hier einen Cut, würde ich sagen, und laden dann die nächste Folge gesondert hoch, ja? Genau. Und damit, liebe Leute, sehen wir uns hoffentlich zu Folge 2. Bis dahin. Macht's gut.